Ich begrüße dich herzlich zu meiner täglichen Andacht. Wie schön, dass du dabei bist. Denn egal, wie es dir gerade geht, zu Gott kommen ist immer das Beste, was wir tun können. Meine Andacht vom 9. Januar. Warum Grenzen einen Sinn haben. Der Bibelvers für heute steht in Sprüche 3, Verse 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Selbstbeherrschung und Disziplin zu lernen und uns selbst Grenzen zu setzen, gehört zu den wichtigsten Dingen im Leben. Ein Leben ohne Disziplin ist ein Leben voller Gleichgültigkeit. Die Bibel setzt uns die nötigen Grenzen, damit wir in Gottes Sicherheitszone bleiben. Sie sagt uns, was wir dürfen und was wir besser nicht tun sollten. Als Christen denken wir vielleicht manchmal, dass es aufregend wäre, bis an die Grenze zu gehen. Wir mögen dieses Kribbeln eines Lebens nah am Limit oder auf der Überholspur. Das ist eine sehr beliebte Lebensweise geworden. Aber Gott möchte nicht, dass wir so leben, denn dann können wir uns keine Fehler mehr erlauben. Straßen haben zwei Seitenstreifen und einen Mittelstreifen. Diese Markierungen sorgen für unsere Sicherheit beim Fahren. Wenn wir rechts über die Linie fahren, landen wir im Graben. Wenn wir über die Mittellinie fahren, kann das tödlich enden. Wir mögen diese Markierungen, weil sie uns Sicherheit geben. Genauso ist es auch in unserem persönlichen Leben. Grenzen und Markierungen geben uns Sicherheit und lassen uns im Frieden Gottes leben. Den Schlüssel dazu finden wir in der Bibel, wo Gott die Grenzen für unser Leben festgelegt hat. Lass dich jeden Tag von Gott leiten. Sprich zum Abschluss gerne folgendes Gebet mit mir. Gott, ich erkenne, dass ich in meinem Leben Grenzen brauche. Zeige mir, wie ich die guten Grenzen, die du mir in deinem Wort steckst, heute in meinem Leben umsetzen kann. Amen. Es tut so gut, bei Gott zu sein, oder? Bleibe doch in dieser Haltung und geh mit Gott durch deinen Tag. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und wenn du dazu beitragen möchtest, dass auch andere meinen Podcast entdecken, dann abonniere meinen Kanal oder leite diese Andacht an jemanden weiter, der heute eine Ermutigung gut gebrauchen könnte. Herzlichen Dank dafür. Bis morgen.